So, die Push-Einkaufsliste für Pärchen haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Wir dachten aber, da die Woche gerade nochmal ein Gratis-Angebot besteht, demonstrieren wir die nochmal kurz im Video. Oben in der Mitte hier drin. Man startet die, man sieht hier unten die Sachen, die man sich zuletzt gekauft hat, tatsächlich Batterien drin, kann man wieder aktivieren, indem man da einfach einmal draufklickt. Und am besten ist hier oben die Geschichte neue Artikel hinzufügen. Alle iPhone-Nutzer, die Siri haben, brauchen ja einfach nur einmal auf den was ist das eigentlich? Auf das Mikrofonsymbol klicken. Und ihre Artikel mit einem Komma eindiktieren. Das machen wir mal. Rosenkohl, Komma, Milch, Komma, Butter, Komma, Hackfleisch. Und wenn man das eindiktiert hat, mit einem Komma kann man einfach auf Fertig tippen. Zack. Und der sortiert dann, wie man es hier sieht, die ganzen Sachen einfach untereinander in die Einkaufsliste ein. Geht man durch den Laden durch, kann man hier die wegstreichen. Die gehen dann automatisch aus der Liste wieder raus. Oben rechts ist noch so ein Synchronisationsbutton, kann man anklicken. Wird dann abgeglichen mit dem entsprechenden Partner, der hier den gleichen oder über den gleichen Login verfügt. Und auch wenn man hier anfängt, Sachen einzutippen, nehmen wir mal Zahnpasta, genau, dann kriegt man hier schon ein paar Vorschläge und dann drückt man dann einfach auf Zahnpasta und es ist in der Liste drin. Hier kann man dann übrigens noch, wenn man einen Doppelpunkt setzt, eine Anzahl eintragen, sagen wir mal 12 Tuben. So, und hat die dann, habe ich es richtig? Ja, direkt mit unten drin. Das war's im Großen und Ganzen. Man kann auch mehrere Shoppinglisten verwalten und es ist wirklich eine angenehme Applikation. Ein paar Nutzer kritisieren, dass hier keine manuelle Sortierung verfügbar ist, aber das braucht kein Mensch. Hier kann man auch Sachen wieder rauslöschen aus der Liste. Wirklich ein Download wert. Vielen Dank fürs Zuschauen.